Der Mount Everest, der höchste Berg der Welt und Ziel vieler Bergsteiger. Vor 40 Jahren sorgten diese beiden weltweit für Aufsehen. Der Südtiroler Reinhold Messner rechts im Bild und der Österreicher Peter Habeler links haben damals als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoffmasken erreicht. Ärzte hatten sie im Vorfeld gewarnt und ein solches Vorhaben als verrückt erklärt. Am 8. Mai 1978 setzten Messner und Habeler gegen 13 Uhr aber einen Meilenstein in der Geschichte des Bergsteigens. Sie stammten ganz oben auf rund 8.850 Meter Höhe, ohne zusätzlich mitgenommenen Sauerstoff. Zu diesem Zeitpunkt war bei den beiden von Euphorie allerdings keine Spur. Habeler erklärte später, ich wollte hinunter, nur noch hinunter.